Wir müssen uns gegen diesen Wahnsinn wehren. Unseren Kindern zuliebe schon. Und für die Zukunft, für die Menschheit. Verzweifelter Kampf in Fukushima. Gut 3 Wochen nach dem verheerenden Erdbeben in Japan tritt aus dem havarierenden Atomkraftwerk radioaktives Wasser aus, direkt in den Pazifik. Am Leitungssystem des Reaktorgebäudes 2 ist ein Riss. Mitarbeiter wollen das jetzt mit Beton schließen. Nun will der Reaktorbetreiber mit Hilfe eines Färbemittels dem Leck auf die Spur kommen. Ein Regierungssprecher warnte unterdessen, es könne noch Monate dauern, bevor der Austritt von Radioaktivität gestoppt oder vollständig gestoppt sei. Die Lage bleibt weiterhin gefährlich, auch wenn viele Japaner das offenbar verdrängen. Der Kraftwerkbetreiber will nun 11.500 Tonnen radioaktiv verseuchtes Wasser wieder ins Meer leiten. Die langfristigen Folgen für die Umwelt sind nicht abzusehen. In Tokio ist auf den ersten Blick nichts von der Angst von einer radioaktiven Wolke zu spüren. Die Menschen feiern wie jedes Jahr die traditionelle Kirschblüte. Zahlreiche Ausländer haben Japan in den vergangenen Wochen verlassen, aus Furcht vor einer drohenden Verstrahlung. Diejenigen, die jetzt noch da sind, versuchen, das Beste daraus zu machen. Ich versuche, meiner Familie zu erklären, dass alles prima ist, anders als die Medien behaupten. Das Leben ist wie vorher. Ich war schon mehrfach in Japan und nichts hat sich geändert. Im Vergleich zu früher sind nur noch halb so viele Franzosen da. Normalerweise sind bei unseren Picknicks die Hälfte Franzosen, aber heute sind es nur 4 und etwa 40 Japaner. Das sagt eine Menge über die Lage. Unter dem Motto ausgestrahlt ein Bündnis für eine atomfreie Zukunft haben sich Leute zusammengefunden und der Mahnwache einen Namen gegeben. Wir sind ein partei- und generationsübergreifendes Bündnis und werden in Aran auf dem Marktplatz die Mahnwache jeden Montag vor dem Rathaus abhalten.
Schau auf die Bühne bitte, möchte ich gerne noch ein paar Worte über Pax Christi sagen. Die Pax Christi-Bewegung, Pax steht für Frieden, fand ihren Ursprung am Ende des Zweiten Weltkriegs im zerstörten Europa mit der Hoffnung auf einen Neuanfang und einen friedlichen Zusammenleben der Völker. Aus diesem Geist heraus haben sich Menschen aus ehemals verfeindeten Nationen, vor allem Deutsche, Franzosen und Polen, versöhnt und es entstand die Pax Christi-Bewegung, die heute in über 60 Ländern der Welt aktiv für Frieden und Gerechtigkeit eintritt. Pax Christi setzt sich unter anderem ein für politische Anwaltschaft, das heißt, sie nehmen öffentlich Stellung, wenn der Frieden bedroht ist und Menschenrechte verletzt werden, sprechen mit Politikern und beteiligen sich an Kampagnen. Bewahrung der Schöpfung, das heißt, sie setzen sich für einen Lebensstil ein, der auf verantwortbare und nachhaltige Lebensqualität Wert legt. Wir hören nun Wolfgang Schau. Vielen Dank, Herr Christi. Liebe besorgte Mitbürger aus Aachen, liebe Friedensfreunde. Mein Kollege Patrick Schneider hat mich vergangene Woche gebeten, beide sind Lehrer an der Gewerbeschule in Bühl, als Sprecher der katholischen Friedensbewegung
Pax Christi in der Erzdiözese Freiburg. Diesen Mann mache heute Abend für eine atomfreie Zukunft mitzugestalten. Ich bin gerne hier, denn ich bin, wie ihr alle, davon überzeugt, dass diese Mahnwache, dieses Ringen um eine atomfreie Zukunft wichtig ist. Warum sind wir hier? An dem schönen Frühlingsabend kann man sich was anderes vorstellen. Wir sind hier, weil wir angesichts des Leides von Mensch und Natur in Japan betroffen sind. Wir erleben angesichts des Kampfes gegen die nukleare Katastrophe in Fukushima die Grenzen unserer Technikgläubigkeit. Wir sind hier, weil wir davon überzeugt sind, dass es besser ist, ein Licht anzuzünden, als über die Dunkelheit zu lamentieren. Wir stehen hier, denke ich, in der Tradition der Menschen, die im Jahr 1989 mit Kerzen in der Hand die Grundlage für die Wiedervereinigung Deutschlands und eine Zukunft in Europa geschaffen haben, ohne Krieg und hoffentlich bald auch ohne Atomwaffen. Unsere Köpfe sind im Moment voll von Informationen und Bildern von der ungeheuren Naturkatastrophe, durch das gewaltige Erdbeben und den Tsunami in Japan. Gegen die Macht der Natur können wir Menschen uns mit Vorsorgemaßnahmen und Frühwarnsystemen nur bedingt schützen. Aber gegen ein Atomdesaster wie in Japan und die Ölhavarie im mexikanischen Golf als Folgen eines turbokapitalistischen Industrialismus können wir etwas tun. Wir setzen uns ein für eine Welt ohne Atomenergie, für eine atomfreie Zukunft. Ich bin hier im Namen von Pax Christi. Pax Christi ist vorher kurz vorgestellt worden und wir sind in verschiedenen Ländern und hier in der Region Symbol für unsere Pax Christi Bewegung in der Erzdiözese Freiburg ist das Bühler Frieden. Geehrte Damen und Herren, liebe Besucherinnen und Besucher, ich stelle mich noch mal kurz vor. Wie gesagt, mein Name ist Nils Tierfelder, ich komme aus Ahrensaß-Bariz. Wie es die Jessica schon erwähnt hat, bin wie gesagt der Sohn von Arnold und ich gehe aufs Gymnasium Aachen in die 10. Klasse und bin 14 Jahre alt. Dann möchte ich natürlich auch noch, was mich sehr freut, meine Klassenkameraden grüße und Leute aus meiner Lehrgangsstufe, die auch hergekommen sind. Und wir freuen uns ja so über ihre Besucher. Und ich freue mich natürlich auch ganz arg über die Unterstützung. Danke. Ja, bevor ich dann gleich zu den Ereignissen in Japan komme, möchte ich auch noch kurz zur Frage kommen, die ich aus meiner Sicht, glaube ich, gut beantworten kann, was eben Jugendliche bewegt, auch in letzter Zeit mehr sich am Tagesgeschehen und auch darauf bezogen an politische Ereignisse zu beteiligen. Man sieht einfach, dass polarisierende Themen absolut gegeben sind in letzter Zeit, in den letzten Monaten. Die Ereignisse haben sich ja alle überschlagen und das Interesse der Bevölkerung zu politischen Themen, wie zum Beispiel eben das kontroverse Thema Stuttgart 21, egal wie man dazu steht, hat gezeigt, dass eben viele Menschen, das Jung, das Alt, auf die Straße gehen und dass sich wirklich jeder eine Meinung bildet und sie vertritt und sich dafür einsetzt. Ich denke, das ist eigentlich eine ganz tolle Sache. Gesehen hat eben, was auch sehr überraschend war und schön eigentlich, die Ereignisse in Nordafrika. Und ich finde, daran hat man eben auch gesehen, dass viele auch den Mut fassen, wirklich alle Strukturen, die ihnen nicht passen, auch wirklich aufzubrechen. Und das war eigentlich ein ganz gutes Signal, denke ich, auch das. Und eben jetzt möchte ich auch zu den Ereignissen in Japan kommen, diese besonders schwere Katastrophe eben. Die Situation ist immer noch sehr kritisch und dramatisch.
Und diese Situation wurde uns auch letzte Woche anhand eines Briefes geschildert von wirklich einer Person, die wirklich da betroffen ist und wirklich das aus ihrer Sicht schildert und das hautnah miterlebt hat. Das war wirklich interessant. Zum Aktuellen noch, vor einigen Tagen fand eben das schwerste Nachbeben der Stärke 7,1 seit der Katastrophe vom 11. März statt. Dies passierte in Onagawa. Onagawa liegt ca. 180 Kilometer nördlich von Fukushima und ein Reaktor dort und weitere Meiler wurde eben beschädigt. Es wurden Lecks an 8 Stellen gefunden und das ist wirklich sehr bedenklich. Und was ich denke, die Katastrophe ist wirklich eine endgültige Warnung, dass so etwas, wirklich solche Ereignisse, ein eigentlich sicheres Land, das hochtechnologisiert ist, hochfortschrittlich eben, dass das total aus der Bahn wirft. Ich denke, das ist ein eindeutiges Signal. Und da denkt man sich dann natürlich, wenn selbst in Japan die Atomkraftwerke nicht sicher sind, wo soll es denn dann sicherer sein, etwa in Deutschland oder Frankreich? Also das ist wirklich zu bezweifeln. So, grüß Gott, ich sehe gerade hier die Atomkraft. Nein, danke, gemeinsam sind wir stark. Auch ganz rein private Leute laufen hier rum, demonstrieren, geben Kunden, dass sie gegen die Atomkraft sind. Ich finde das fantastisch. Und ja, da habe ich eine Frage. Seit wann beschäftigen Sie sich eigentlich mit diesem Thema Atomkraft? Nein, danke. Seit Wühl. Seit Wühl. Und wie lange ist das jetzt her? Das sind jetzt 30 Jahre. Ne? 30 Jahre. Ja, 30 Jahre. Also noch vor Tschernobyl, kann man sagen. Und heute haben wir ja den Jahrestag, das wissen Sie, von Tschernobyl. Und was können Sie mir dazu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Dass wir damals schon gedacht haben, dass es der Ausstieg viel eher kommt. Ja. Leute laufen hier rum. Stopp, hopp, hopp, hopp. Rund 500 Atomgegner versammeln sich auf der Europabrücke. Kritik an der Kurzlebigkeit von Protesten. Straßburg, Kiel. Das Alarmsignal des Megafons brüllt schrill und monoton über die Europabrücke zwischen Kiel und Straßburg. Hinlegen, hinlegen, brüllt der Mann mit französischem Akzent.
besser seine Gasmaske. Einige der knapp 500 deutsch-französischen Atomkraftgegner folgen der Aufforderung und breiten sich horizontal auf dem warmen Asphalt, auf dem sonst nur Autos und Lastwagen rollen, aus. Damit zeigen sie, dass Atomkraft aus ihrer Sicht gefährlich und tödlich ist. Am Ostermontag, der vom Bund für Umwelt- und Naturschutz als deutschlandweiter Aktionstag gegen die Atomenergie ausgerufen wurde, blockierten nach Polizeiangaben Atomkraftgegner von Basel bis Kiel 10 Brücken. Symbolträchtig war 5:55 die Europabrücke voller Anti-Atom-Demonstranten. In Kiel sollte besonders auf das Atomkraftwerk in Fessenheim aufmerksam gemacht und an die Opfer in Tschernobyl und Fukushima gedacht werden. Neben der Kreisgruppe Ortenau vom Bund organisierten unter anderem auch die Bürgerinitiative Umweltschutz Kiel und die Attac Offenburg sowie das französische Netz Satir du Nucléaire die Kundgebung. So wie die radioaktive Strahlung seien auch die Solidarität und der Protest grenzübergreifend. Atomkraft als Brückenenergie taugt nichts, ruft Bundmitarbeiterin Petra Gumpel von einer grünen Kiste herunter in die Menge auf der Europabrücke. Sie blockiert nur die Entwicklung erneuerbarer Energien. Trillerpfeifen setzen ein und Demonstranten bekunden ihre Zustimmung. Einer ruft: Atomkraft, stopp! Hopp, hopp, hopp! Und alle Demonstranten stimmen in den Sprechchor mit ein. Neuerdings wird uns vorgeworfen, dass wir Fukushima instrumentalisieren, setzt Humpel von neuem in die bunte und bahnschwingende Menge an. Mit der Laufzeitverlängerung habe die Regierung die Menschen in diesem Land verraten und verkauft. Wir haben keinen neuen GAU gebraucht, um gegen die Atomenergie zu demonstrieren, schreit die Bundmitarbeiterin mit sich überschlagender Stimme den Protestlern zu. Die Atomkraft sei ein Verbrechen an der Menschheit, wieder Trillerpfeifen und Sprechchöre. Die abschalten, abschalten fordern. Zum Gedenken an die Katastrophe von Tschernobyl vor 25 Jahren fordert Rémi Verdet vom französischen Netz Réseau Satire du Nucléaire zu einer Schweigeminute auf. Anschließend werfen zahlreiche Menschen Blumen in den Rhein. Verdet nimmt Bezug auf das Atomkraftwerk Fessenheim. Das sollte, wenn es nach der Meinung der Atomkraftgegner geht, sofort abgeschaltet werden. Die Betreiber kassieren den Profit und wir tragen das Risiko, so die Bundmitarbeiter. Wieder brandet Applaus auf. Dass das Thema Atomkraft alle angeht, bewiesen Lilly, Lotte und Melanie aus Wildstedt, die AKWs aus Schokoschaumküssen zum Selbstkostenpreis verkauften. Die drei jungen Mädchen spendeten die eingenommenen 80 Euro dann direkt dem Bund. Viele Aktivisten sind sehr erfahren. Adolf Zittenpfennig von der Bürgerinitiative Umweltschutz etwa protestiert seit 25 Jahren gegen die Kernkraft. Die Katastrophen sind schlimmer gekommen als damals von Experten vorausgesagt, betont Zittenpfennig. Leider werde der Umweltgedanke oftmals von anderen Themen überlagert. Das sieht man an den Montagsmärschen in Kiel, erklärt er. Nach der Katastrophe in Fukushima waren es bis zu 120 Leute. Das flaue jetzt wieder ab. Viele wollen sich damit einfach nicht mehr belasten, meint Zittenpfennig. Die Polizei war zufrieden mit dem Protest. Es verlief alles friedlich. Die Autofahrer waren bis auf eine Ausnahme vernünftig, erklärte Pressesprecher Gerhard Müller. Ich habe noch ein paar kleinere Artikel. Da fand ich eine Aussage besonders toll, und zwar erschien das in der Stuttgarter Nachrichten am 25.04. Und ich möchte zitieren: Wir Atomkraftgegner sind stark, wir sind viele. Wir werden auf die Straße gehen, so lange, bis abgeschaltet ist, sagte Wolfram Schech, Chefbuch vom Bund der Bürgerinitiative Mittlerer Neckar. Außerdem, was mir noch gleich ins Auge gesprungen ist, was ich auch toll fand, war ein Artikel in der Bietigheimer Zeitung. Und zwar etwa 10.000 Kernkraftgegner marschierten am Ostermontag vor GKN in Neckar-Westheim auf. Mit diesem Erfolg hatten selbst die Veranstalter nicht gerechnet. Etwa 10.000 Demonstranten forderten am Ostermontag vor dem Kernkraftwerk Neckar-Westheim den sofortigen Ausstieg aus der Atomenergie. Eine Überraschung selbst für die Veranstalter. Dem Demonstrationszug gegen Atomkraft am gestrigen Ostermontag von Kirchheim zum Kraftwerk Neckar-Westheim schlossen sich rund 10.000 Menschen an.
Die aktuelle Katastrophe von Fukushima hatte viele besorgte Bürger mobilisiert. Schon das Fahnenmeer am Kirchheimer Bahnhof ist gegen 13 Uhr riesig. Das Aktionsbündnis aus vielen Verbänden und Tschernobyl 25 wartet noch auf weitere Aktivisten, die mit dem Zug eintreffen. Gerade jetzt nach der Atomkatastrophe in Fukushima sei der sofortige Ausstieg notwendig, fordert Wolfram Schäffbuch vom Bund der Bürgerinitiativen Mittlerer Neckar. Die Rabiatisten aus der Schweiz heizen mit ihrem Sound den Marschierern ein. Trommelwirbel. 1986 Tschernobyl, 2011 Fukushima. AKWs endlich abschalten, steht auf dem Transparent an der Spitze des Zuges. Ein Junge hält das Schild, Atom ist todsicher in die Höhe. Es sind viele junge Leute und Familien dabei, die abschalten, abschalten rufen. Mit Trillerpfeifen und Trommelwirbel geht es voran. Unser Zug ist riesig, freut sich Dr. Jörg Schmidt aus Stuttgart. Längst haben die ersten Kirchheimer Brücke passiert, als noch Leute am Bahnhof stehen. Auf der Anhöhe hat das Aktionsbündnis Kastor Widerstand in Kessheim 35 Holzkreuze mit schwarzem Trauerflor in den Rasen gesteckt. Sie erinnern an die 65 Beschäftigten des AKW Tschernobyl, die in den ersten 3 Jahren starben, erzählt Herbert Wirth. Polizeieinsatzleiter Jürgen Hamm aus Bietigheim geht zunächst von 5.000 Demonstranten aus. Zum Schluss der Kundgebung erhöht er auf 6.000. Es sind junge Leute wie Noemi aus Tübingen dabei, die ein Zeichen gegen die Atomkraft setzen wollen. Aber auch ältere Teilnehmer, wie eine Frau aus Tram, die seit den 70er Jahren gegen Kernkraft ist. Es ist allerhöchste Zeit, dass sich viele Leute engagieren. Der große Parkplatz vor den GKN-Toren ist bei der Abschlusskundgebung voller Menschen. Energieexperte Hendrik Paulitz fordert, die Lehren aus Tschernobyl und Fukushima zu ziehen. Das muss zur dauerhaften Abschaltung aller Atomkraftwerke führen. Die Forderung der Demonstranten vor dem Haupttor des ältesten GKN 1 und des jüngsten GKN 2 vom Kernkraftwerk. Keine Kompromisse mehr, sofort alle AKW abschalten, denn, so will, Atomanlagen sind nie sicher und ihr Betrieb ist unverantwortlich. Besonders ergreifend war ein Auftritt der jungen weißrussischen Atomkraftgegnerin Lena, namens der vielen Tschernobyl-Kinder, die heute als Folge des Reaktorunfalls 1986 krebskrank sind, unter Schilddrüsenkrankheiten leiden oder den Verlust der Eltern verkraften müssen. Mit einer Schweigeminute wurde im Anschluss an ihre Schilderung der Leiden der Opfer von Tschernobyl und Fukushima gedacht. Ein Sprecher des Vereins Kinder von Tschernobyl forderte danach, was wir jetzt brauchen, das ist ein Protest-Tsunami. Ehe ich nun jetzt den Herrn Marwein auf die Bühne bitte, habe ich, ja okay, dann zuerst. Die Gruppe hat sich sicher noch einigermaßen verkraften, aber Harrisburg, Tschernobyl, Fukushima und jetzt tut sich wohl noch ein anderes Atomkraftwerk in Tsuruga oder so ähnlich, in Japanisch bitte ich nachzusehen, an der Westküste auf als weiterer Problem, also Meiler. Auch hier wiederum ist TEPCO, die berühmt-berüchtigte Unternehmung, beteiligt. Man wird abwarten, das ist eine ganz neue Information von heute Nachmittag, was sich da tatsächlich tut. Tatsächlich sollen seit Wochen Radioaktivitäten austreten. Also nach Fukushima, jetzt auf der Westseite von Tokio, 350 Kilometer von Fukushima weg, eine neue Situation. Soweit mal die Aktualität. Danke. Ist für uns alle klar, dass vieles von dem, was uns normalerweise beschäftigt, ein ganzes Stück zurücktritt. Und dass wir einfach an die Menschen denken, an die Opfer denken, dass wir sagen können, dass uns das in Deutschland nach menschlichem Ermessen nicht beeinflussen wird, aber dass dies natürlich eine ungewöhnlich, außergewöhnlich schwierige Situation ist. Wir glauben, so schrecklich das in Japan ist, dass wir für Deutschland
eine Betroffenheit und Auswirkung praktisch ausschließen können, wegen der großen Entfernung und wegen der Wind- und Wettersituation. Wenn Radioaktivität freigesetzt wird, und es wird ja schon in einem gewissen Maß Radioaktivität freigesetzt, dann wird sie in südöstlicher Richtung auf den Pazifik getrieben und nicht aufs Festland in westliche Richtung. Das ist natürlich heute für uns auch eine sehr schwere Situation. Wir wollen ja nicht dieses grauenhafte Unglück, diese Katastrophe jetzt mit einer politischen Debatte in Deutschland verknüpfen. Aber wir fordern, dass so schnell wie möglich aus der Atomenergie ausgestiegen wird, dass so schnell wie möglich abgeschaltet wird. Trümmer, soweit das Auge reicht. Japan, einen Tag nach dem verheerenden Tsunami. Aus der Luft ist das Ausmaß der Katastrophe am besten zu erkennen. Ministerpräsident Naoto Kan verschafft sich einen Überblick über die Schäden und gibt kurz danach seine Anweisungen. Wir werden unser Bestes tun, um alle Menschen, die überlebt haben, zu retten und auch jenen zu helfen, die noch isoliert sind. Vor allem heute kommt es auf jede einzelne Minute an. Wie viele Menschen unter den Trümmern verschüttet sind, ist völlig ungewiss. Allein in der Hafenstadt Minami-Sanriku werden 10.000 Menschen vermisst. In die meisten Gebiete sind noch keine Rettungskräfte vorgedrungen. Große Teile der Infrastruktur sind zerstört. Selbst Züge hat es von den Gleisen gerissen. Diesen Personenzug hat das Wasser durch die Gegend gewirbelt, als sei er Spielzeug. Auch die Schienen teilweise weggespült. Das Gleiche gilt für Straßen und Brücken. All das erschwert die Rettungseinsätze. Etliche Gebiete sind nur aus der Luft zu erreichen. Mit Helikoptern überfliegen Rettungskräfte das Küstengebiet und kommen jenen zu Hilfe, die von Schutt und Geröll eingeschlossen sind. Am Boden arbeiten regionale Rettungsteams. Sie suchen die Trümmerlandschaft nach Überlebenden ab und bringen die Menschen in Sicherheit. Nur raus aus dem Chaos. Neben einigen wenigen Einsatzkräften und Hubschraubern ist kaum Hilfe zu sehen. Das Katastrophengebiet wirkt wie ausgestorben. Nur vereinzelt erblickt man Menschen, die versuchen, sich ein Bild von der Lage zu machen. Zwischen den Trümmern dessen, was einmal ihr Zuhause war. Es gibt keine Worte, mit denen man das hier beschreiben kann. Wir müssen jetzt einfach handeln. Die unglaubliche Gewalt, mit der das Wasser auf die Küstenstädte traf, zeigen Bilder aus Kamaishi und Kensenuma. Die Flutwelle reißt fast alles mit sich, auch Autos und Lastwagen. Selbst Häuser können dem Druck nicht standhalten, fallen einfach in sich zusammen und versinken in den Fluten. Einer Naturgewalt wie dieser stehen die Menschen völlig hilflos gegenüber. Das Wasser kam ganz plötzlich. Es hat auf dem Weg ins Landesinnere alles mitgerissen. Und dann kam es wieder zurück. Nicht nur das Wasser hat schwere Schäden angerichtet. An vielen Stellen sind Brände ausgebrochen. Selbst am Morgen noch schlagen die Flammen aus Fabrikgebäuden und Ölraffinerien. Auch die Stadt Ofunato ist schwer zerstört. Hier versammelte sich am Morgen eine Sondereinheit des Militärs. Die Soldaten bekommen letzte Anweisungen. Sie sollen das Gebiet durchkämmen und nach Menschen suchen, denen man noch helfen kann. Jetzt sind wir am Ende angelangt wieder. Jetzt möchte ich mich ganz herzlich noch bei euch bedanken, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Auch beim Herrn Marwald, dass er den Weg gefunden hat, hierher zu kommen. Extra aus Oppenburg erst mit dem Zug angereist, das finde ich toll. Also danke. Dann einen großen Dank an die Band, die kurzfristig hier gesagt hat, sie spiele hier. Ja, ich wollte noch vorab schon mal danke an dich, dass du hier wieder deine Videoaktion startest. Das ist auch wieder ganz toll. Können wir das Video wieder posten? Ja, okay, gut. Dann sehen wir uns nächste Woche. Und schön, dass ihr da wart. So, bevor jetzt die Musik gleich wieder losgeht, will ich mich natürlich bei der Jessica recht herzlich wieder bedanken. Sie hat, finde ich, wirklich ganz, ganz toll moderiert. Zwischenzeitlich wird sie so ein richtiger Profi und ich einfach, sie hat jetzt auch einen richtigen Applaus verdient.
einfach schön, wenn junge Leute sich einfach für gute Dinge so engagieren. Und deswegen nochmal, Jessica, vielen, vielen Dank. Jetzt möchte ich noch ganz zuletzt nochmal darauf hinweisen, wir gehen nach der Veranstaltung, also das heißt nach der Musik, rüber in den Ratskeller, um einfach wieder Pläne zu schmieden, um einfach für unsere nächste Aktion auch wieder hier Eckpunkte zu setzen. Jetzt gerade diese Aktion letzte Woche in Kiel am Ostermontag, da waren sehr, sehr viele von Aachen dabei. Der Erdin ist in der ARD gekommen. Erdin, mach mal kurz die Hand hoch, dass wir wissen von unserem Star, wo in der Nachricht war. Und ich denke einfach, das war jetzt ein kleines Schmankerl und einfach nochmal Dank an euch. Wie gesagt, wäre schön, wenn noch ein paar mit in den Ratskeller gehen. Und danke für euer Kommen. Wir sind vielleicht nicht ganz so viel wie letztes Mal, aber ich denke einfach durch diese Unterbrechung, vielleicht medienmäßig, ist bisher Voranzeige nichts rübergekommen. Aber ich denke, ab nächste Woche sind wir wieder voll dabei. Und das heißt, dass wir immer weiter montags hier am Rathausplatz stehen. Danke nochmal. Sorgen mal für die Einstimmung. Das Lied, von das ich das letzte Mal gespielt habe, kam mir ganz gut an, deshalb jetzt nochmal. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Als kleiner Junge las ich oft Entdeckergeschichten. Erobern und erschließen hieß es da seines Mannes höchste Pflichten. Die Erde sei zwar schon erforscht und bekannt, doch es gäbe neues Land da draußen in der Ferne des Alls. So was hören Buben gerne, jedenfalls Astronaut zu werden, das wär's gewesen. Mit Lichtgeschwindigkeit zu neuen Welten pesen, Planeten betreten, erforschen, erschließen und die bösen grünen Männchen einfach niederschießen. Was haben wir jetzt? Ne Erdung und Station, das war's. Ab und zu robbt ein Roboter über Mars. Wir haben uns von der Erde nicht sehr weit entfernt.
und nichts daraus gelernt. Oder doch, aller Wahrscheinlichkeit nach, ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aller Wahrscheinlichkeit nach, im gemütlichen Kleinstadtbürgerbüro, in der Vorstandsetage, nicht nur auf dem Herrenklo, in der Kneipe an der Ecke, im Supermarkt, vom Domedo-Lokal, wo der Porsche parkt, in der Schrebergartensiedlung, im Bundesamt, für wer weiß was, ist doch vermutlich bekannt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aller Wahrscheinlichkeit nach, im Weltinnenraum des Kapitals, im Bauch des schlauen, müden Philosophen Wals, in der kleinen Boutique am Prenzlauer Berg, in der Kantine vom Volkswagenwerk, im Stadion, wo die Lieblingsmannschaft ab und zu mal siegt, hat man es doch wohl mitgekriegt. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, aller Wahrscheinlichkeit nach. All ihr früher Pendler im Morgengrauen, ihr verwöhnten, schön geschminkten Frauen, ihr Designer, ihr Denker, ihr neuen Dienstleister, ihr Doktoren, Azubis, Gesellen und Meister, liebe Freundinnen und Freunde, meine Damen und Herren. Es lebt sich schlecht auf einem verstrahlten Stern. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Hallo erstmal zur wiederholten Mahnwache wieder. Eigentlich habe ich die Kärtchen dabei, aber irgendwie habe ich keine Lust mehr da abzulesen. Das kommt so unpersönlich rüber. Deswegen begrüße ich euch jetzt einfach so. Wir sind der harte Kern, der jetzt noch übrig geblieben ist. Ich hoffe, es kommen noch ab und an mal wieder noch weitere dazu. Ich bin sehr zuversichtlich. Sicherlich haben alle ihre Gründe, warum sie jetzt heute nicht kommen konnten. Aber wirklich, wirklich schön, dass ihr da seid. Es freut mich wirklich sehr. Die Debatte über die Sicherheit und die Restlaufzeiten von Atomkraftwerken muss sehr viel stärker europäisch geführt werden. Ich begrüße die Entscheidung der Bundesregierung und der Länder, die 7 ältesten Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen und zunächst einer grundlegenden Sicherheitsanalyse zu unterziehen. Ich glaube aber, dass wir die Debatte um die Sicherheit von Kernkraftwerken viel mehr als bisher europäisch führen müssen. Nach meiner Einschätzung geht die größte Gefahr eines nuklearen Unfalls für die deutsche Bevölkerung nicht von den deutschen Kernkraftwerken, sondern von dem Kernkraftwerk Fessenheim in Frankreich aus. Der Reaktor Fessenheim ist nur 30 Kilometer von Freiburg entfernt und liegt direkt an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich. 40 Kilometer von Fessenheim entfernt in Basel hat es das stärkste Erdbeben gegeben, das Mitteleuropa jemals getroffen hat. Es ist sehr umstritten, ob der Reaktor einem starken Erdbeben standhält.
Das Kernkraftwerk ist genauso alt wie die Kernkraftwerke, die jetzt in Deutschland zumindest vorübergehend im Netz liegen. Seit dem Atombombenabwurf in Hiroshima und Nagasaki haben die Verantwortlichen die Atomkraft liebgewonnen und meinen, damit spielen zu können oder auch zu müssen. Nun kommen da plötzlich irgendwelche Verrückte dahergelaufen und meinen, denen das Spielzeug aus der Hand nehmen zu müssen. Das geht doch nicht, oder so, weinen die Politiker und Verantwortlichen. Wir Atomkraftgegner sagen jetzt erst recht, doch, das geht. Oder sind Sie da anderer Meinung? Denn wir halten das Leiden anderer Menschen nicht mehr aus. Wir können den Geschicken der Menschlichkeit nicht mehr ausweichen. Es verfolgt uns jeden Tag. Selbst wenn wir es nicht direkt spüren, so können wir durch Bilder und Berichterstattungen sehr wohl wahrnehmen, was uns berührt, was uns wehtut, und dagegen müssen wir was tun. Außerdem können wir uns sehr gut in die Gedanken anderer versetzen, was uns blühen könnte, wenn wir nicht sofort und jetzt die Atommeiler ausschalten. Wenn wir es jetzt nicht machen, wer dann und wann? Ja, und die japanischen Verantwortlichen haben es immer noch nicht begriffen oder wollen es vielleicht nicht wahrnehmen. Anstatt die Rückkehr des Atomzeitalters einzuleiten, planen und spielen sie einfach lustig weiter an ihren Atommeilern, als wäre es ihr liebstes Spielzeug, von dem sie nicht loslassen können. Oder ist der Ausstieg aus der Atomenergie doch nicht mehr möglich? Ist die Zeit für eine Umkehr zur erneuerbaren Energie zu kurz? Warum noch 10 Jahre warten? Dass uns die Meiler um die Ohren knallen? Wir AKWler sagen, jetzt ist Schluss damit. Ihr hattet lange genug Zeit zum Umdenken. Ihr Lobbyisten wolltet es nicht. Die vertragliche Situation im Bereich der Kernenergie ist kompliziert. Wir werden eine erhebliche politische Anstrengung benötigen, um Entscheidungen auf europäischer Ebene zu treffen. Dies ist aber meiner Ansicht nach unverzichtbar, denn die Sicherheit ist unteilbar. Daher begrüße ich die Initiative von Kommissar Oettinger als einen ersten wichtigen Schritt. Vor allem muss Europa aber jetzt noch energischer als bisher auf erneuerbare Energien und Energieeffizienz setzen. Das Europäische Parlament fordert, das 20% Energieeffizienzziel verbindlich zu machen und auf die Mitgliedstaaten herunterzubrechen. Die Europäische Kommission und der Rat haben sich bisher dagegen gesperrt. Es ist Zeit zum Umdenken. Ja, und deshalb wollte ich euch auch nochmal sagen, dass am 28.05. die Großdemo stattfindet, unter anderem auch in Freiburg, und da wird auch gegen Hessenheim und für den Atomausstieg in Deutschland demonstriert, und es wäre toll, wenn ihr euch da uns anschließen würdet, da mitzugehen. Sobald wir mehrere Infos haben, werden wir die euch mitteilen, und dann werden wir wieder kleine Flyer drucken, sodass ihr dann die Daten auch bei euch habt. Und jetzt bin ich den Raphael. Wie jeder weiß, müssen wir die AKWs abschalten. Aber wir müssen auf andere Art und Weise Energie gewinnen. Das ist nur möglich, wenn wir diese auch anderen produzieren. Es wird immer dringender, dass wir etwas tun, um den Umstieg zu ermöglichen. Das ist nicht unmachbar. Jeder kann dazu beitragen. Um nicht nur von der Atomkraft, sondern auch von den fossilen Energien wegzukommen, müssen wir auf erneuerbare Energien umsteigen. Und vor allem aus Sonne, Wind und Wasser, die es immer geben wird, Energie gewinnen. Diese Energie kann in Form von Solar-, Wind- und Wasserkraftanlagen effizient umgesetzt werden. Die Sonne wird voraussichtlich noch in 5 bis 6 Milliarden Jahren scheinen. Somit ist es sinnvoll, in Solaranlagen zu investieren. Diese gibt es in Form von Photovoltaikanlagen, die die Sonnenstrahlen in Strom umwandeln. Und in Form von Solarthermieanlagen, die mithilfe der Sonnenwärme Wasser erwärmen und somit eine Ölheizung ersetzen. Man muss nicht jahrelang sparen, um was für die Natur zu tun. Dank des Erneuerbaren Energiengesetzes, kurz EEG, bekommt man dafür sogar etwas in Form einer Einspeisevergütung für Photovoltaikanlagen und ein BAFA-Zuschuss für Solarthermieanlagen.
eine Photovoltaikanlage hat, bezahlt sich dadurch komplett selbst ab und ersetzt nicht nur die Atomkraft, sondern macht es zusätzlich zu einem lukrativen Geschäft. Die BAFA fördert nicht nur verschiedene Konjunkturprogramme, sondern auch andere umweltfreundliche Dinge, wie zum Beispiel Pelletheizung, Häuserdämmung, Geothermie und so weiter. Solange es die Sonne gibt, wird es auch Wind geben. Wenn man Luft an verschiedenen Stellen unterschiedlich stark erwärmt oder abgekühlt wird, entsteht Wind. Eine Windkraftanlage funktioniert wie ein Dynamo, umgekehrt. Die Drehbewegung der Motoren wird in elektrischen Strom umgewandelt und ins Netz eingespeist. Das Wasser auf dem Meer ist immer in Bewegung. Diese Bewegung können wir mit sogenannten Wasserkraftwerken nach dem gleichen Prinzip umsetzen. Sie werden hauptsächlich für Großinvestoren gebaut, aber auch kleine Investoren können sich zusammenschließen, um an der Finanzierung teilzuhaben. Dies sind nur ein paar Beispiele für alternative Energien. Es ist nun unsere Aufgabe, mit den gegebenen Möglichkeiten Initiativen zu ergreifen, um etwas zu bewegen. Früher konnten sich nur wohlhabende Leute diese Technologie leisten, aber inzwischen sind die Kosten so gesunken, dass es für jeden möglich ist. Immer mehr jüngere Leute investieren in Photovoltaik. Das ist ein guter Anfang und wir müssen es fortsetzen, denn die Zukunft liegt bei uns. Wir müssen uns von den herkömmlichen Wegen distanzieren und auf neue Möglichkeiten setzen, um etwas zu verändern. Es muss allen klar werden, wie wichtig dieser Umstieg ist. Das Ziel ist erreicht, wenn die Atomlobby aus unserer Politik verschwunden ist. Und genau das ist unsere Aufgabe. Denn wenn die Macht der großen Energiekonzerne dezentralisiert ist und die Energie der Bevölkerung zur Verfügung steht, können wir komplett ohne Atomkraft auskommen. Und wenn das geschafft ist, kann Deutschland Vorbild für Europa und alle anderen Kontinente dienen. Ganz besonders hat mir die Vorbildfunktion gefallen, Hermann an einer Zeit für Deutschland vorbildlich voranzuschreiten. Im Anschluss an die Veranstaltung findet auch wieder ein Treffen statt im Ratskeller. Wäre schön, wenn ihr da noch mitgeht. Ja, da besprechen wir dann auch das weitere Vorangehen dann für nächste Woche. Und hier unten liegen auch wieder Flyer auf und Unterschriftenliste, die dürft ihr auch gerne wieder mitnehmen, ganz fleißig verteilen und schön Stimmen sammeln. Und dann einfach wieder mit hierher bringen. Also dann danke für euer Kommen. Danke an Respekt für die tolle Musik. Danke an Raphael für seinen interessanten und schönen Vortrag. Und an den Sigo für seine Worte. Sondern es ist wirklich von der Veranstaltung hier inspiriert. Meine Abendmusik für Tagträume, die nicht nur glauben, was sie jetzt schon sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Morgengrauen, das mich ahnen lässt, dass wir es irgendwann verstehen. Wir hoffen können, wie wir lieben lernen, wie wir uns dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Dies ist meine Traummusik für Realisten, die nüchtern rechnend ihre Grenzen sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Mittagslärm, dass sich die falschen Räder ständig sinnlos drehen. Wenn wir das Falsche hoffen, wenn wir nicht lieben lernen, wenn wir uns nicht dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen.
Kraftwerk Neckarwestheim stehen sie all das, war lange geplant und nun die Ereignisse in Japan. Viele fühlen sich in ihren Ängsten bestätigt. Dies ist meine Abendmusik für Tagträume, die nicht nur glauben, was sie längst schon sehen. Dies ist meine Traummusik für Realisten, die sich trauen, den ersten kleinen Schritt zu gehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Morgengrauen, das mir sagt, dass wir vielleicht einmal verstehen, worauf wir hoffen können, wie wir lieben lernen, wie wir uns dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Dies ist meine Abendmusik für Tagträume. Die spezifische Situation so ist, dass Kernschmelze dort besteht, kein Brand, kein Vulkan, der Radioaktivität in hohe atmosphärische Höhen hinausschleudert. Meine Damen und Herren, es lebt sich schlecht auf einem verstrahlten Stern. Aller Wahrscheinlichkeit nach ist dies die beste aller Welten. Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Aller Wahrscheinlichkeit nach, Planeten wie die Erde sind im Weltall eher selten. Den Menschen in Japan muss geholfen werden, fordern die Grünen. Aber in Deutschland müsse man die Atomkraft neu diskutieren. Wenn sich hier Tschernobyl wiederholt, dann kann Politik in ihrer ganzen Breite gar nicht anders, dann kann die Gesellschaft gar nicht anders, als zu sagen, man muss am Ende die Konsequenzen aus Tschernobyl und aus Fukushima ziehen. Vor dem Kanzleramt versammeln sich derzeit einige Atomkraftgegner. Heute Abend will Angela Merkel mit dem Außen- und dem Umweltminister über die Konsequenzen aus dem Unfall beraten. Musik für Tagträume, die nicht nur glauben, was sie jetzt schon sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Morgengrauen, das mich ahnen lässt, dass wir es irgendwann verstehen, worauf wir hoffen können, wie wir lieben lernen, wie wir uns dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Dies ist meine Traummusik für Realisten, die nüchtern rechnend ihre Grenzen sehen. Dies ist meine Melodie für das Gefühl im Mittagslärm, dass sich die falschen Räder ständig sinnlos drehen. Wenn wir das Falsche hoffen, wenn wir nicht lieben lernen, wenn wir uns nicht dem Leben nähern, anstatt uns von ihm zu entfernen. Wie schnell die Bundesregierung arbeitet. Die überschlagen sich zwar in Sonntagsreden immer, wer noch schneller aus Atomenergie aussteigen will, aber bis dahin wird Baden-Württemberg der Klage anderer Bundesländer beitreten, die zurzeit vom Bundesverfassungsgericht läuft, wegen der Verlängerung der Zeiten. Das betrachte ich jetzt mal als Zwischenschritt in der Hoffnung, dass das Atomausstiegsgesetz kommt. Wir werden natürlich auch auf europäischer Ebene den Stresstest fordern, beziehungsweise der Oettinger als
Energiekommissar hat es ja schon mal erwähnt, aber bis jetzt hat er es auch nur erwähnt. Man muss da das hinterfüttern mit tatsächlicher Aktion. Auch dort muss der Stresstest nach dem Stand von Wissenschaft und Forschung erfolgen. Und das ist für uns vor allem wichtig im Hinblick auf Fessenheim und auch auf die Schweizer Atomkraftwerke. Also Fessenheim, da muss man alles dran setzen, auf deutscher Seite, so gut es eben geht. Das ist ein anderes Land, die sind natürlich autonom. Aber man muss hier ein Beispiel geben, dass man ein hochindustrialisiertes Industrieland wie Baden-Württemberg oder Deutschland genauso ohne Atomkraft die Wirtschaft funktioniert, wie halt, und dass Frankreich das als Vorbild hat. Und ich kenne die Verhältnisse hier nicht im Stadtrat. Vielleicht schafft es die AWL, dass er einen Antrag stellt für eine Resolution. Die Stadt Straßburg hat es inzwischen gemacht, andere Städte hier auf der Rheinschiene auch schon. Resolution, dass man die französische Regierung auffordert, Fessenheim stillzulegen. Wie Sie gehört haben, ist das Thema Endlager jetzt nochmal neu aufgekommen. Bisher sagt man zwar immer, man prüft es ergebnisoffen in Gorleben, aber wer sich da auskennt in Gorleben, beziehungsweise wer die Diskussion der letzten Jahrzehnte dort verfolgt, der weiß, dort wird sicherlich kein Endlager sein können. Und der designierte Ministerpräsident Kretschmann hat ja die Debatte neu eröffnet, indem er gesagt hat, ja, such doch bitte bundesweit, ergebnisoffen, und dann heißt es auch, dass es vielleicht auch in Baden-Württemberg sein kann. Wir können nicht einfach nur so tun, Hauptsache weg. Frau Gönner hat ja immer gesagt, ja, Atomkraft ist alles super, aber kein Endlager bloß in Baden-Württemberg. Wir haben die Anlagen geerbt und der Müll muss irgendwo hin und wir müssen halt das eben suchen, einen Platz überall in der Bundesrepublik. Und wir werden sehen, was da kommt. Das heißt ergebnisoffen, nicht ergebnisoffen nur in Gorleben. ENBW, da wollte ich noch was dazu sagen. Also, das haben Sie vielleicht mitgekriegt. Die alte Landesregierung hatte ja eigentlich vor, die ENBW wieder zu verkaufen und die, jetzt beim Kaufpreis ist zu finanzieren über Einnahmen aus Aktien, aus der Dividende. Das wird kräftig daneben gehen. Die Aktie ist ja schon deutlich runtergefallen. Und unser Ziel ist es eigentlich, die ENBW umzubauen in ökologisches Stromunternehmen. Wenn es nach uns geht, wird es dann irgendwann ein Unternehmen sein, das also nur noch regenerative Energie anbietet und damit auch ein Vorzeigeunternehmen, ein Vorzeigekonzern sozusagen ist, was ökologische Stromerzeugung geht. Wenn die Atomenergie weg ist, wo wollen wir den Strom herkriegen? Ich glaube, hier dürfte es jetzt niemand geben, der die Meinung hat, das schafft man nicht. Also man wird es schon schaffen, über regenerative Energien ist schon eine mittelfristige Angelegenheit. Und man kann schon viel mehr tun. Also wir haben zum Beispiel vor, bis zum Jahr 2020 den heimischen Windenergieeinsatz auf 10% zu steigern, des Stromverbrauchs. Bisher schon bei 0,8%. Dazu werden wir das Landesnutzungsgesetz ändern, dass es möglich ist, an anderen Standorten, wie nur ein paar wenige inzwischen in Baden-Württemberg, sondern an vielen und auch an besseren Standorten Windkraft zu betreiben. Und hier in Aachen haben wir ja das Beispiel, dass die Landesregierung sogar die Repowering auf der Bundeswende untersagt hat. Also sowas darf es eigentlich nicht geben und kann es nicht geben. Und wenn man da schon einen guten Standort hat, soll man die Windräder nicht ein Stück höher machen und nochmal deutlich mehr Energie herausholen. Natürlich wollen wir auch Baden-Württemberg überhaupt zur Vorzeigeregion für Klimaschutz und Energie machen. Dazu wird es ein Klimaschutzgesetz geben. Da werden sehr konkret die einzelnen Schritte drinstehen und auch unsere Ziele drinstehen. Es soll so konkret, wie es irgendwie geht, ausgestaltet werden.
und dass man weiß, wie die weitere Entwicklung hier sein wird. Vor allem ist es auch wichtig für Privatleute wie für Kleinunternehmer, was kann ich erwarten, lohnt sich das weiterhin Solarpaneele aufs Dach zu machen oder nicht. Und das sehen wir als gutes Zeichen, vor allem für die heimische Wirtschaft, für die Kleinunternehmer und für die Mittelständler. Man muss ja aber weiterhin ermuntern, gegen Atomkraft zu demonstrieren. Noch ist es nicht weg, noch ist es ewig ein großes Thema. Es wird uns noch einige Zeit beschäftigen. Und deswegen fürchte ich leider, oder ja, eigentlich, dass die Mahnwache hier in Aachen weiter stattfinden wird. Genauso wie in Offenburg, da ist ja jeden Montag auch der Anti-Atom-Spaziergang. So machen wir es bei uns. Und deswegen noch ein guter Verlauf und viel Erfolg und weiterhin viel Teilnehmer. Danke. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Gefahren laut, alle Gefahren, nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam leben und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Und sind heute auch keine Sorgen und es sind keine Antwort mehr. Dann sei mir da, schon trage ich morgen an allem, wenn du noch halb so schwer. Und lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Fühle ich mich nicht allein. Das erste Mal von der Kernkraft gehört habe ich, da war ich noch ganz klein. Da hat mir mein Papa davon erzählt, von einer Katastrophe in Tschernobyl. Und da war die gerade 15 Jahre her, das war vor 10 Jahren etwa. Und Papa hatte versucht, mir das mit den Strahlen zu erklären. Dass man mich nicht sieht, dass sie aber überall sind und dass die super gefährlich sind. Und dann habe ich Angst bekommen vor diesem allgegenwärtigen Etwas, das ich sehe, nicht höre, nicht fühle, nicht rieche und finde nämlich eigentlich gar nichts weiß, außer, dass es überall ist und dass es gefährlich ist. Mittlerweile weiß ich wirklich mehr über Strahlung, aber die Angst habe ich eigentlich nie, bin ich nie losgeworden. Als ich dann zum ersten Mal gehört habe, dass da ein Erdbeben in Fukushima war, dass da ein AKW beschädigt worden ist und dass es möglicherweise eine Kernschmelze geben könnte, da ist wieder da die Angst. Und sie war wesentlich konkreter als früher. Ich kann einfach nicht verstehen, wie diese Gefahren, ja diese tödlichen Tatsachen, wie das jemand kalt lassen kann, wie man sowas ignorieren kann, wie man trotzdem so stumpf auf der Kernkraft beharren kann. Und auch die Argumente für die Kernkraft, jedem, der sich etwas mit dieser Sache wirklich auseinandersetzt, als willkürlich und falsch erscheinen müssen. CO2-freier Atomstrom, ja klar, wenn ich die Lagerung des Atommülls nicht beachte, die vermeintliche Wiederaufbereitung vergesse, Transportemissionen vernachlässige,
den Uranabbau und die Anreicherung ignoriere und vielleicht noch den aufwendigen Bau eines solchen Reaktorkomplexes vernachlässige, stimmt, dann könnte Atomstrom tatsächlich emissionsfrei sein. Aber faktisch ist das schlichtweg falsch. Weniger Atomstrom? Stimmt. Die Subventionen der Bundesregierung machen diesen Sprung billig. Aber auch nur, wenn man nicht bedenkt, dass der Staatshaushalt mit unseren Steuermitteln bezahlt wird, dass die AKW-Betreiber meine Schulbücher bekommen und den Kita-Platz von meiner Nachbarin. Atomkraft schafft Arbeitsplätze? Wahrscheinlich stimmt das. Aber wer sagt denn, dass es ohne Kernkraft keine Arbeitsplätze mehr gibt? Auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien werden wohl genauso viele Arbeitsplätze geschaffen werden, wenn nicht sogar mehr. Und diese Arbeitsplätze werden weitaus sicherer sein, als die in einem Kernkraftwerk. Und wer diesen Nervenkitzel braucht, der kann ja gerne noch bis in 20 Jahren einen der abgeschalteten Reaktoren bewachen, in Assel oder in Lubmin, mit Atommüll kuscheln, in Tschernobyl oder Fukushima in einem der reparierten Reaktoren arbeiten oder beim Rückbau der abgeschalteten Reaktoren hierzulande finden. Aber ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Gestern habe ich einen Zeitungsartikel entdeckt. Die Überschrift war, also war auf der Titelseite, ein nicht kalkulierbares Risiko für die Sicherheit. Immer mehr Politiker fordern Stilllegung des Kernkraftwerks Fessenheim. In dem Artikel ging es darum, dass immer mehr Politikerinnen hier aus der Region und aus den angrenzenden französischen Regionen fordern, die Stilllegung des Kernkraftwerks umgehend einzuleiten, es dauerhaft stillzulegen, da ein Weiterbetrieb im Interesse der hier lebenden Menschen nicht verantwortbar sei. Es läge in einer der seismisch aktivsten Zonen in Deutschland und Frankreich und sei weder gegen einen Flugzeugabsturz noch gegen einen terroristischen Anschlag ausreichend gesichert. Wenn es dann um den Terror geht und die möglichen verheerenden Folgen eines solchen Anschlags auf ein AKW, frage ich mich immer, wer ist denn jetzt eigentlich schlimmer? Der Terrorist, der eine solche Möglichkeit tatsächlich nutzt, oder die Politikerinnen und AKW-Betreiberinnen, die eine solche Möglichkeit überhaupt erst schaffen? Solche Artikel über Politikerinnen und Privatleute und Wirtschaftsmenschen, die sich gegen die Atomkraft aussprechen, das sieht und hört man mittlerweile immer öfter. Man könnte fast schon glauben, dass sogar die CDU einlenkt. So zum Beispiel die Kanzlerin, unsere Frau Merkel, kurz vor der Wahl in Offenburg auf einer Wahlveranstaltung gesagt, sie sei froh, dass die Katastrophe in Fukushima ihr und ihrer Partei Dinge ermöglicht haben, die zuvor so für sie nicht möglich gewesen wären. Meiner Meinung nach ist es ein Armutszeugnis, wenn die deutsche Politik erst wieder eine Katastrophe braucht, um sich über solche lebenswichtigen Dinge Gedanken zu machen. Es ist traurig, sagen zu können, dass ich mit meiner Angst vor der Atomkraft immer recht hatte. Tschernobyl, Harrisburg, Three Mile Island und gerade jetzt auch Fukushima haben uns gezeigt, dass das Restrisiko keine abstrakte Idee von verrückten oder pessimistischen Professoren ist, sondern grausame Realität. Ja, eigentlich finde ich super. Einführung oder inhaltliche Beschreibung von dem, was wir jetzt eigentlich vorhaben, der Hammelt und ich. Da ist jetzt die neunte oder zehnte Mahnwache, die wir hier machen. Wir sind hier immer noch eine relativ große Gruppe, obwohl das Thema eigentlich kaum noch diskutiert wird in der Öffentlichkeit. Wir haben jetzt mal überlegt, hier wurden viele Worte gesprochen, wir möchten euch jetzt mal auch beteiligen, uns den Initiatoren. Stellen wir wieder die Frage, wie machen wir euch weiter? Die Mahnwachen sind, denke ich, ein sehr wichtiges Zeichen, aber wie kann sich das auch vielleicht in einer politischen Aktion noch weiter umsetzen? Wir sind da offen. Wir haben deshalb gesagt oder uns überlegt, dass wir mal Plakate auslegen und euch und Sie bitten, einfach mal aufzuschreiben, was Sie noch für Ideen haben. Sollen wir weitermachen mit diesen Mahnwachen? Welche Ziele gibt es da?
Das wäre ein Plakat. Und das andere Plakat, mein wir machen ist ja hier vor dem Rathaus. Vielleicht gibt es ja auch von uns Bürgern Wünsche an Politiker. Hier ist ein Briefkasten. Hallo. Hier ist ein Briefkasten und wir haben gesagt, wir möchten mal an Politiker einfach unsere Anregungen auch schicken. Die Käthe hat schon gesagt, dass es hier in der Ordnung sehr viele Städte gibt, die sich kritisch mit Fest-Essenheim auseinandersetzen. Vielleicht wäre das sowas ja auch eine Forderung hier mal an den Stadtrat. Und wir möchten bitten, dass Sie jetzt einmal auf das Plakat von mir aus rechts aufschreiben, wie soll es weitergehen, was gibt es für Ideen, wie sollen wir weitermachen mit diesem Lager. Und auf dem linken mal aufschreiben, was wir eigentlich als Bürger, als Demokraten von Politikern einfach fordern. Beteiligt euch, wir haben Stifte, der Arnold hat mal zwei, ich habe auch noch drei oder vier bei mir in der Tasche und dann gucken wir mal, was da zusammenkommt. Ich möchte noch kurz was sagen, mein Bruder und ich, wir haben Sonnenblumensetzlinge gezogen und falls jemand von euch eine haben möchte, da vorne stehen die, ihr könnt euch einfach welche wegnehmen. Irgendwo in den Garten setzen oder irgendwo in der Stadt, auf so einer Verkehrsinsel oder so, ein bisschen gießen. Und dann werden die ganz groß und ganz schön und ganz gelb und dann leuchtet unsere Stadt ein bisschen mehr. So, bitte schreiben. Alle. So. Ich möchte mal an der Stelle jetzt einfach was sehr Persönliches sagen, ob die Politik darauf auch reagiert. Arnold, habe ich jetzt irgendetwas vergessen? Ja, also der Patrick hat vorhin alle erwähnt, bloß sich selber nicht. Also er gehört auch zu dieser Mahnwache, auch zu den treibenden Kräften. Ich denke, er hat auch mal an dieser Stelle einen Applaus verdient. Noch die Jessica einfach noch loben und danken. Ich denke, das ziehen wir heute einfach vor. Sie macht es immer ganz toll und ich finde das auch gut, dass sie weiterhin uns zur Verfügung steht. Ja. Ja, dann als nächstes, wir haben zwischenzeitlich, wir wollten auch extra ein Zeichen für Aachen setzen. Wir haben hier Aufkleber, wo unser Bündnis draufsteht und Aachen. Wenn jemand Lust hat, für 80 Cent könnt ihr das erwerben zum Selbstkostenpreis. Und ich denke, es ist einfach auch schön, wenn wir für Aachen hier auch Zeichensätze und Flagge zeigen. Ja.
Ich habe auch noch ganz kurz was für euch, und zwar zum einen war ja am Samstag diese Anti-Atom-Demo in Offenburg bei Eberhard und noch ein paar hier vom Bündnis. Wir waren anwesend und haben da beste mit demonstriert und geschrien, deswegen sind manche vielleicht teilweise auch noch ein bisschen heißer. Wir haben auch viele Atommüllfässer gebracht und vom CDU-Büro aufgestellt. Da gibt es auch Bilder, wer die haben möchte, kann die auch gerne haben. Das Anti-Atom-Demo, was muss denn noch passieren? Rund 60 Atomkraftgegner zogen am Samstag von der Innenstadt zum Wahlkreisbüro von Finanzminister Wolfgang Schäuble. Der Widerstand gegen die Atompolitik lässt nicht nach, auch in Offenburg nicht. Kundgebung vor dem Rathaus und einem anschließenden Marsch zum Wahlkreisbüro des Finanzministers und Offenburger Bundestagsabgeordneten Wolfgang Schäuble haben über 60 Kernkraftgegner am Samstag gegen die Energiepolitik der Bundesregierung protestiert. Es war das Wochenende, an dem aus verschiedenen Gründen 13 von 17 Atomkraftwerken in Deutschland stillstanden. Jessica Meudenthaler ist extra aus der Hand gekommen. Sie organisiert auf jeden Montag die Mahnwache. Klaus Michael Ganter verteilt Flugblätter und wirbt für sein Unternehmen, das sich für Ökostrom stark macht. Fahnen werden geschwungen. Auf der Treppe vor dem Rathaus türmen sich kleine Dosen mit dem Atomstrom-Emblem. Am Stand gibt es Sticker mit dem Slogan Atomkraft, ein Danke zu kaufen. Kurz nach 10 Uhr greift Martin Stein zum Megafon. Der Mann aus Appenweier, der für die Grünen im Gemeinderat sitzt, ist einer der Organisatoren der Umgebung, die im Rahmen der bundesweiten Dialogwoche des Netzwerks Campaign and Action stattfindet. Er freut sich über den Zuspruch an diesen herrlichen Frühsommertag. Dass sich unser Volksvertreter Herr Schäuble der Diskussion nicht stelle und schweige, mache den Widerstand umso nötiger. Wir fordern, die Atomkraft endgültig abzuschalten und endlich den Weg für erneuerbare Energien freizumachen. Die schwarz-gelbe Bundesregierung mache nicht nur weiter Atommüll, sondern bezeichnet die Atomkraft uneinsichtig als Brückentechnologie. Es fehlen nach wie vor konkrete Ausstiegsfahrpläne. Die Regierung spielt weiter auf Zeit. Stein bezichtigt die Atomkonzerne, Lügen, Halbwahrheiten und Drohungen zu verbreiten. Es würde die alte Angst geschürt, dass in Deutschland die Lichter ausgehen, wenn auf Atomstrom verzichtet werde. Auch das Gerede von steigenden Strompreisen diene vor allem der Panikmache. In Wirklichkeit schwächt die Stilllegung der Atomkraftwerke nur das Monopol der vier Stromkonzerne. Die Bevölkerung werde für dumm verkauft. Die Energiewende ist auch ökonomisch ein Gewinn, betont Stein und verweist darauf, dass jede Investition in Wärmedämmung und erneuerbare Energien Arbeitsplätze schaffe und zusätzliche Steuereinnahmen generiere. Dies alles zeigt, dass eine sofortige Energiewende nötig und auch möglich ist. Die Bürgerinnen und Bürger seien nicht machtlos, sondern könnten bei Wahlen Geldzettel verteilen und den Stromanbieter sowie die Bank frei wählen. Wenn wir unser Erspartes in Windkraft und Photovoltaik investieren, haben wir nicht nur Gewinne, sondern eine nachhaltige Zukunft für unsere Kinder und Kindeskinder. Stein zeigt sich optimistisch, dass eine wirkliche Energiewende von unten möglich sei, wenn möglichst viel Energie gespart und das technische Know-how für Energieeffizienz eingesetzt werde. Nutzen wir die Gunst der Stunde, schalten wir die Atomkraft endgültig ab. Eine etwas kleinere Gruppe zog anschließend über die Wasserstraße und die Vogesenstraße zu Schäubles Wahlkreisbüro, wo der Protest mit einer Abschlusskundgebung endete. So viel zum vergangenen Samstag. Und der kommende Samstag, da findet ja in Freiburg auf dem Spülinger Platz direkt hinter dem Bahnhof diese große Kundgebung und die Demo statt. Ja, 13 Uhr Spülinger Kirchplatz. Wer sich uns anschließen will, der würde uns um 11.15 Uhr am Bahnhof in Aachen treffen. Es besteht die Möglichkeit, gemeinsam dann Baden-Württemberg-Tickets zu kaufen, die gelten für Personen. Das wären dann ca. 6 Euro pro Person. Ja, genau, das wär's. Danke. Einen haben wir hier noch vergessen, der im Hintergrund einen Dienst macht, der was sehr, sehr wichtig ist. Der Klaus Huber, der einfach eine ganz tolle Pressearbeit organisiert. Und das ist ein ganz cooler Applaus hier. Weil es ist sehr mutig, dieses Geschäft. Und vor allen Dingen, es läuft einfach sehr zuverlässig. Ja. Und ich weiß, was das bedeutet, ja, sowas immer zu schreiben, zu veröffentlichen, Kontakte zu halten. Und an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön. Ohne dieses Engagement wäre es sicher so auch nicht gegangen, dass das so ein Bewusstsein drin bleibt. Wir lassen jetzt
einfach mal die Plakate noch liegen. Wer noch was draufschreiben will, bitte draufschreiben. Wir sollen die da noch ein bisschen hoch machen, damit man es noch aufnehmen kann. Ja, in diesem Sinne sage ich einfach Tschüss, bis nächsten Montag. Euch haben wir ganz vergessen, euch auch noch zu danken. Hannes Wader ist natürlich immer richtig klasse, ja? Vielleicht kommt noch Hannes Wader. Kommt noch Hannes Wader, ey, richtig gut, ja, freuen wir uns. Und das schließt es einmal zusammen. Ja, wir haben Hannes Wader gewählt. Das erste Lied, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen, gibt mir und der Babs Kraft. Das zweite Lied erzählt auch, hat sie im Hicknet ein Gedicht gemacht, Leben einzeln und frei. Hannes Wader hat es vertont. In diesem Gedicht, in dem Lied, wird vom Widerstand gesprochen, von langen Atem, dass wir viel Kraft brauchen für langen Widerstand. Und ich denke, dieses Bündnis hat aufgezeigt, die vielen Mal machen, wir haben die Kraft und wir werden durchhalten. Das Lied, Leben einzeln und frei. Sag, bist du bereit? Alle Kraft zu wehren, viele Kämpfe zu bestehen. Was gut genug, ist nur uns an langen Schweren, wir gemeinsam mit uns ziehen. Oder willst du deine Kraft verschwenden, im Alleingang gegen eine ganze Welt? Und zum Schluss in trauriger Legende, dazu stehen als gescheiterter Held. Einzeln und frei, kein Baum und dabei, du erwischt wie ein Wald, diese Sehnsucht ist all. Sie gibt uns Halt mit unserem Kampf, gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt. Wir werden im Zorn, wir gefährden den Schreit, uns kämpft die Vernunft und die Zeit. Sag, bist du bereit, dich mit aller Kraft zu beben? Gemeinsam mit uns gehen. Willst du mit uns gehen, der Sieg entgegen? Komm, wir haben keine Zeit, uns auszuruhen. Es wird sich von selbst nach vorn bewegen. Darum zählt doch nur das, was wir tun. Gemeinsam und frei, wie ein Baum und dabei, brüderlich wie ein Wald. Halt mit unserem Kampf gegen die Dummheit, den Hass, die Gewalt. Wir Gefährten im Zorn, wir Gefährten im Streit. Gib uns Kämpf, die Vernunft und die Zeit. Gib uns Kämpf, die Vernunft und die Zeit. Wieder eine neue Baustelle. Ich rufe ihn hier an. Kannst du das Fett irgendwie von der Lernen lassen? Ja, schon wieder. Weil, weil das Lied ist so hoch. Aha, stimmt. Ihr könnt ja was dazu sagen, wenn ihr möchtet. Wir sind gegen Atomkraft schon. Ja, das ist schon klar. Und für was, werden jetzt die Sonnenblumen gesetzt? Die symbolisieren unsere Anti-Atomkraft-Sonne. Und sie sind schön und groß und gelb und binden CO2. Okay. Hallo, hallo, Zita. Was? Das war ein schönes Glühwein da. Was ist das? Was für ein? Eine Sonnenblume, eine strahlende. Und wofür ist die denn da jetzt? Für die Sonnenenergie und Leuchtkraft. Ein Symbol. Das wünscht uns ein strahlenfreies Wohnen. Das ist aber schön. Das kannst du bei der Mahnwache hier? Ja. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen.
Gitarren laut, alle Gitarren, nur auf sich selbst gestellt zu überstehen. Muss einsam bin und mit den Jahren auch an sich selbst zugrunde gehen. Freunde, lasst es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein, gut euch zu sehen. Weil sich heute auf meine Sorgen und endlich keine Antwort mehr. Dann seine da, schon trag ich morgen an alle mit nur noch halb so schwer. Und verlass es mich einmal sagen, gut wieder hier zu sein, gut euch zu sehen. Mit meinen Wünschen, mit meinen Fragen, fühle ich mich nicht allein.